Am Montag, den 22. Februar, fand der Spatenstich am Bauplatz auf der Nordseite der Marienkirche für das neue Sozialzentrum Wattens statt. Zusammen mit den Gemeinden Fritzens, Wattenberg, Kolsas, Kolsersberg, Baumkirchen und Volders investiert die Marktgemeinde Wattens in Zukunft. Neben einem Pflegeheim mit 60 Pflegebetten sollen auf dem 4.500 Quadratmeter großen Grundstück auch eine Tagesheimstätte, betreute Wohneinheiten sowie die Räumlichkeiten des Gesundheits- und Sozialsprengels Wattens Wattenberg Platz finden. Der Baubeginn ist mit März 2016 datiert. Dieses Projekt gilt zurzeit als größtes Bauvorhaben der Marktgemeinde Wattens.